Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Yonder, der Cloudcatcher Chronicles. So, wir sind wieder zurück auf unserem Bauernhof und ich werde natürlich wieder unsere Tierchen pflegen, weil sie so süß sind. Gutsch, 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 gutsch. Ja, braves Tierchen. Und wir brauchen ganz, ganz viele Lianen. Hallo, Gruffel. Ja, komm nur zu Mama. Ja, hallo. Und wir brauchen ganz, ganz viele Lianen, weil wir einen zweiten Bauernhof tatsächlich bauen können. Aber so verschwenderisch wie ich bin, habe ich unsere ganzen Lianen aufgebraucht, um Wasser und sonstiges Geraffel herzustellen. Das war nicht sehr schlau. Das wollte ich nicht. So, das war nicht schlau, in keinster Weise nicht. Aber diesen Fehler bin ich jetzt gewillt zu beheben. So, geht jetzt, dachte ich schon, hä, warum kommt er jetzt nicht mit? Ja, indem wir halt jetzt Lianen sammeln. Wir brauchen, glaube ich, 8 Stück, aber ich werde gleich... Hä? Was war das gerade für ein Geräusch? Ich wollte nur sagen, ich werde gleich ein paar mehr sammeln. So, nach Möglichkeit halt. So, da haben wir auch eine. Oh, dann hätten wir schon einen zweiten Bauernhof, wo wir super klasse hin und her switchen können. Das passt eh ganz gut. Schaut, da ist auch noch eine Truhe, die ich übersehen habe. Glaube ich halt, dass ich die übersehen habe. Ich weiß es gerade nicht. So, ein Sämling, das ist super. Wie wir auch schon wissen, Sämlinge können wir gar nicht genug haben. Boah, 3. Habe ich das gerade richtig gesehen? Wahnsinn. Das heißt, ich bin wieder fleißig am Sämlingfarmen, damit wir vielleicht eines Tages es schaffen können, ein Gebiet voll zu bepflanzen. Wenigstens eins. Jo. Wie wir in der Wüste gesehen haben, Wüste, schaut halt aus wie eine Wüste, in dem alten Königreich da drüben, da brauchen wir auch einen Haufen. Einen Haufen Pflanzen. Also Bäume. So. Da. Den Schwamm nehmen wir auch gleich mit. Das sind sogar 3 insgesamt. Hervorragend. Natürlich auch eine Liane. Und natürlich pflanzen wir hier was an. So. 7 sind hier noch übrig. Zack. Zack. Das wollen wir auch mal mitnehmen. Ich habe die gesamten Chambons, die wir hatten, jetzt mal gebunkert. Momentan habe ich nicht vor, die Haarfarbe zu wechseln, darum habe ich es jetzt da einfach bei unserem Bauernhof in die Truhe gelegt. So. Alle Lianen, Hände hoch bitte. Oh, da ist noch was zum Anpflanzen. So. Muss man halt wirklich schon bald hoffen und beten, dass wir hier auch alle finden, alle Anpflanzstellen für die Bäumchen, aber ich glaube, das kriegen wir schon hin. Zumindest hoffe ich es. So, lala. Lala, lala. Lala, lala, lala. Blöd ist halt nur, wenn ich ein Schussel bin und da, wo schon viele Bäume sind, ich vergessen habe, einen hinzupflanzen oder ich gar keine Sämlinge mehr hatte. Das ist natürlich dann bitter. Weil dann habe ich garantiert vergessen, dass da eine Stelle war und werde auch nicht mehr so leicht hingehen, um sie zu bepflanzen. Lianen, ich blauch Lianen, ich blauch Lianen, blauch. So, die Feuerwerke, ich habe auch keine Ahnung, ob ich die mal einsetzen sollte oder ob ich die noch Eisen sparen soll. Phew. So, auf jeden Fall nehme ich hier die Seite mit. Pilze brauchen wir jetzt gar nicht so viel, ich wollte so die Seite eigentlich haben.
Werde ich wahrscheinlich bald wieder bereuen, weil die Taschen dann wieder voll sind. So, da drüben müssten vielleicht noch ein paar Lianen sein. Dann glaube ich, darf ich mich schon trauen, wieder zurückzugehen. Auf Risiko natürlich. Es könnte ja immer sein, dass ich trotzdem zu wenig habe. Aber es wäre schön, wenn es reichen würde. Na, steht da die Quest. Ach, passt schon, ich bin so doof. Versuche mir das immer zu merken, wie viel ich da brauche, keine Ahnung warum. Es passt schon, 8 haben wir gebraucht, wir hätten das jetzt fertig. Ich sammle trotzdem noch schnell ein paar. Sofern es mir möglich ist. So, da wäre glaube ich... Nein, das ist ein normaler Busch. Okay. Das ist eh praktisch, dass immer da so schön alles questbedingt ist. So finden wir wenigstens auch wieder zurück. So. Das heißt, wir müssen jetzt wieder zu dem Dorf zurück. Das heißt, wir müssen wieder zu dem Dorf zurück, wo es diese Pferde gibt. Warte mal. Nein, nicht absaufen. Gefährlich. Dann gehen wir lieber hier drüber. So. Wir müssen wieder zurück zur Fähre. Und müssen wir zurück zu diesem alten Königreich da. Da haben wir noch eine Liane. Zack. Auch gleich mit. So. Also, hurtigen Schrittes. Dapsel, dapsel, dapsel. So. Wir müssen ganz nach oben. Ich werde jetzt auch nicht so viele Pilze vielleicht mitnehmen. Ich werde es, glaube ich, erst dann holen, wenn wir es wirklich brauchen. Das, was hier so auf dem Weg ist, nehmen wir mit. Aber sonst... Natürlich hier die Wiesen machen wir kaputt, in der Hoffnung, dass wir so wie gerade eben Sämlinge bekommen. So. Ja, wie gesagt, von den Sämlingen kann man ja leider nicht genug haben. Oder Gott sei Dank, oder wie auch immer. So. So. Manchmal wäre schon ein Rasenmäher-Kamott, ne? Der macht zwar ein nerviges Geräusch, aber für solche Arbeiten wäre ein Rasenmäher wirklich schon praktisch. So. Da haben wir noch einen Sämling bekommen. Hervorragend. Gut. Dann können wir hier nochmal mähen. Hallo, kleiner Mann. Oder kleine Frau. So, tatsächlich kann man da noch was bekommen. Sehr schön. So. Wunderbar. Ja, wunderbar. Da haben wir jetzt noch Glück auch noch. Hervorragend. Ja, was für ein Glück. Hast du da gar keine Angst vor mir? Du bist ja ein ganz Lieber. Was hättest du denn eigentlich gern? Futter reicht. Okay, hier, bitteschön. Ja, gerne. So. Weil er so lieb geschaut hat, kriegt er was von uns. Ich muss da rüber. Da oben wollte ich auch noch hin. Es ist nicht gesund, wenn du mich da jetzt folgst, kleiner Mann. Ja. Es ist gerade nicht so gesund, weil ich da nämlich runterhüpfe. Der hüpft mir nach. Hat sich nichts gebrochen? Okay, alles gut. Ja, ich hab dich auch gern. So. So. Zack, zack. Das nehmen wir auch natürlich mit. So. Und dann brauchen wir jetzt die Fähre.
Wieder einmal. Hallo, begrüße. Servus, grüß euch, hallo. So. Ja, sehr gut. Langsam. Er steht schon hier bereit für uns. Bitte nochmal rüber. Ah. Ja, bitte. Dankeschön. So. Hier haben wir es ja geschafft, so weit, so gut, alles Mögliche zu bepflanzen. Und wir mussten hier ein Stück rüber, das weiß ich noch. Aha, da mal Düsternis. Das habe ich beim ersten Mal übersehen, weil es war auch dunkel, glaube ich. Zumindest bei mir war es dunkel. Tada! Sehr gut. Da haben wir ein paar Kisten zum Zerdeppern. Zack, zack. Mit Freude macht sie die kaputt. So. Mehr nicht. Doch, mehr schon. Hier haben wir noch was. Ui. Okay. Münzen eines alten Königreichs und so weiter, ne? Das hat sich doch ausgezahlt. Sehr gut. Da haben wir gepflanzt. Passt. So. So, hüpf. Katzi, komm mit. Süßes Katzi. Ja, fein. So. Hier haben wir auch noch welche, genau, zum Anpflanzen. Bei 24 haben wir jetzt. Sehr gut. Da mache ich hier noch schnell eine Runde. Ich hoffe, es ist jetzt mir nicht allzu böse, aber ich mache da schnell eine Runde fertig mit dem Anpflanzen. Da wir jetzt so viele Sämlinge haben, bin ich jetzt mal so frech und wage es, die jetzt ein bisschen zu verbrauchen. Beziehungsweise waren hier eh noch nicht. Aha, hier ist was. Silberchambon, okay. Für echtes Silberhaar. Da wird so mancher Elf neidisch. So. Katze. Katze, da ist sie. Hallo, du bist das es. Ja, 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 ja. Und da schnurrt sie wieder glücklich. Glücklich und zufrieden. So. Jetzt. Einmal zusammenschlagen, bitte. Ja. Zack. Und zack. Und da sehe ich auch wieder was für unsere Sämlinge. Zack. Einmal einpflanzen. So. Auf dem Sandboden ist das gar nicht mal so einfach. Gar nicht mal so einfach zu sehen, wo es hier Pflanzmöglichkeiten gibt. Katze? Da ist sie. Hallo! Ja, 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 ja. So. So, la. Das Spiel ist schön, la, la. Das ist auch nicht so langweilig wie diese früheren Landwirtschaftssimulatoren, wie zum Beispiel die ganz früheren Harvest Moons, wo du wirklich nur konntest Sachen anbauen und dir einen Schatzel suchen, um eine Familie zu gründen. Das ist ja mittlerweile echt schon, also da ist alles dabei, vor allem hier. Hier ist, ich weiß ja nicht. Das ist unglaublich. Da wird man mit dem Entdecken schon gar nicht mehr fertig, allein schon mit dem Anpflanzen hier wird man nicht mehr fertig. Das ist unglaublich. Das ist keine Kritik, das ist echt, also man hat hier wirklich zu tun. Tada! Gott sei Dank haben wir schon so viele Geister.
So. Ah, was haben wir denn da? Hallo. Zeige mir, dass du es ernst meinst. Die heutige gepflanzten Samen bringen ein einen besseren Morgen. Zeig mir, dass du es ernst meinst. Die heutige gepflanzten Samen bringen ein besseres Morgen. Aha. Die heute gepflanzten Samen bringen ein besseres Morgen. Muss ich jetzt hier vielleicht Sachen anpflanzen oder muss ich ihm da einen bestimmten Samen bringen? Die heute gepflanzten Samen bringen ein besseres Morgen. Heute gepflanzt. Ich habe jetzt nur Kartoffeln und das Ganze. Warte mal. Die heute gepflanzten Samen bringen ein besseres Morgen. So, pflanze Bäume. 5 Stück. Geh zurück zum Schrein. Ach so, da steht eh die Quest. Und ich denke mir jetzt gerade, was will der jetzt von mir? Okay, ich bin schon wieder dumm. Jawohl. Das ist eh normal. So, da haben wir auch schon wieder eine Pflanzmöglichkeit. Da habe ich wohl dann zu früh gepflanzt, die Sachen, ne? Mehr oder weniger. Wir könnten aber auch Bäume schlachten, ne? Ui, da vorne ist ein Geist. Wir können auch Bäume schlachten und dann was anbauen, ne? Das zählt normalerweise auch. Ja, wen haben wir denn da? Komme ich da hoch? So nicht. So nicht, Fräulein. Aber so. Ja, was haben wir denn da? Da ist eine kurze Notiz. Glanzsandschrein, Sonnenbrille, 0 von 3. Ich habe jetzt aber nur eine Sonnenbrille. Wahrscheinlich beim Basteln. Na, das ist Ingenieur. Kann ich schon... Wahrscheinlich muss ich mir Sonnenbrillen kaufen, oder wie? Ha? Wer quietscht denn da so? Sonnenbrille 0 von 3. Okay, das kriegen wir schon hin. Das wird schon werden. Nur keinen Stress. Das werden wir schon hinkriegen. So, waren wir hier schon. Also das sind die Viechlein, die quietschen so herum. Alles klar. Ich denke mir da schon jedes Mal, So, wir haben jetzt noch ein paar Sämlinge dabei. Ich würde sagen, wir versuchen uns zu dem Bauernhof durchzuarbeiten. Wieder durch den Gang hier. Und versuchen ihn auch gleich zu bauen. Dauert wieder ein Weilchen, bis wir da durch sind. Ich weiß, das ist ein bisschen lästig. Aber wir kriegen das schon hin. Aber das Spiel ist trotzdem schön. Mir gefällt es sehr gut. Auch wenn ich manchmal ein Holzkopf bin und nicht gleich checke, was ich machen muss. Ja. Aber wenn man ganz... Ich meine, natürlich gibt es keine Beweise bei euch. Ihr seid perfekt beim Spielen. Das ist eh klar, falls ihr das auch hier zockt. Ne? Das ist nicht zum Abstreiten. Aber ihr habt halt schon den Vorteil, dass wenn euch mal ein Missgeschick passiert, dass das keiner mitkriegt.
Niemand! Es gibt keine Zeugen. Da tun wir Let's Player uns schon schwer. So, da ist nicht Ruhe, die habe ich gar nicht gemerkt. Spektrum-Shampoo. Alter, da gibt es Farben. Da können wir eine ganz moderne Zockerbraut werden. Aber die sind so, ihr seid so süß. Ich will dann unbedingt eins von euch bei mir im Stall haben. Unbedingt. Das muss ich schon sagen, das wäre ein Herzenswunsch von mir. Die sind so entzückend. So, und da wir sie auch knuddeln dürfen die ganze Zeit, fällt das hoffentlich nicht unter die Quälerei. Wir zwingen ihnen nicht unsere Liebe auf. Nein, nein. Das würden wir uns gar nicht trauen. So. Jetzt müsste die Quest auch von dem einen weißen Ding da fertig sein. Ich suche hier nur trotzdem noch Möglichkeiten, Sachen einzupflanzen. So wie hier. Eins. Da drüben sind auch noch zwei. Zwei und drei. Dann laufe ich noch schnell darüber. Damit ich das nicht vergesse. So, zack. Das nehmen wir mit. Oder auch nicht. Aber jetzt nehmen wir es mit. So, sechs sind noch übrig. Wahnsinn. Das wird ja. Ich vermute, dass die restlichen dort in der Nähe sind, wo es zu diesem Schloss da geht. Da irgendwo, oder zu dem Turm da drüben. So. Gibt es hier rein zufällig auch was zum Anpflanzen? Noch nicht, wie es ausschaut. Dafür aber unseren Bauernhof. Ich bitte darum. So. Schön, schön. Tada! Jetzt müssten wir hier einen zweiten Teleporter haben. Da? Ja, perfekt. So, aber ich sehe hier keinen... keinen Geist diesmal. Was haben wir denn hier? Aha, wir können direkt auf dem Lager zugreifen. Von Bauernhof zu Bauernhof. Ich bin entzückt. Sehr gut, ich bin entzückt. Bauentechnisch. Ich möchte gerne... Schreiner. Ich möchte gerne wieder so ein großes Gehege bauen. Ich brauche Schreinerset, Holzbalken, Holz, bla bla und Nägel. Also Nägel, Schreinerset. Was habe ich jetzt noch gebraucht? Holzbalken und Holzplatten. Holzplatten brauche ich dafür, ein Kleber. Für den Kleber brauche ich... Oh nein, da brauche ich Blumen. Verdammt. Die habe ich jetzt nicht mehr, die habe ich auch verprasselt. Schön. Ein Kleber auf eine andere Weise zu bauen, geht, glaube ich, nicht, ne? Nein. Aber das sollte jetzt nicht so schlimm sein, denn wir dürfen uns jetzt normalerweise porten. Also haben wir normalerweise jetzt Glück im Unglück. Außerdem brauche ich sowieso jemanden, der sich schert, hier sich um meinen Hof zu kümmern. Mit den Sonnenbrillen lasse ich vielleicht mal. Steinbrücken bringen sich jetzt auch nichts. Momentan geht überhaupt gar keine Quest. Merke ich gerade. Ui, da kann man was anpflanzen. Sofort. Sehr gut. Und da ist auch die Truhe, die ich letztes Mal gesucht habe. So. Und natürlich sind wir voll wie ein Christbaum. Wie soll es denn auch anders sein? So.
glaube, ich baue hier noch ein paar. Ich muss gerade überlegen. So, das müsste reichen. Korallenblütensamen. Aha. Okay. Das ist für uns eindeutig. So. Ich versuche mein Glück jetzt nochmal hier im Dorf. Aber ich fürchte, da muss ich nochmal zurück zum Strand. Jetzt hab doch nicht so Angst, meine Güte. Eine Quest hat sich hier nicht aufgetan, ne? Nein. Vielleicht bin ich aber auch einfach zu früh dran. Aha, jetzt sind sie billiger. Okay. Dann würde ich sagen, schau mal, was wir lebensmitteltechnisch haben, ne? Ein gekochtes Ei können wir geben. Weil die stehen ja so auf diese Sachen. Ah, diesmal. Ah, das war der Samen. Die Frucht war jetzt viel wert, ne? Wo ist sie denn? Da. So, da geben wir jetzt einmal 10. Dann haben wir 500. Dann können wir 20. Na, zu viel. Geben wir mal 14. Wie viel haben wir jetzt? Oh, da geht noch einiges. Da geht noch... Also die blauen können wir auch... Na, da haben wir zu wenig. Dann nehmen wir lieber die roten. Da können wir nochmal 10 geben. So. Von den blauen gehen wir jetzt einmal 4. Das war auch schon zu viel. Hurra! Natürlich sind ja auch 50 wert, ich Pfosten. Da hätte eine schon mal gereicht. So, eine blaue. Und 9 Stück. Also 9 von irgendwas. Nehmen wir hier halt 9 von mir raus. So. Perfekt. Ja. So. Ah, da können wir auch was anpflanzen. Das habe ich gar nicht gesehen. Hoppala. Hoppala, Hopperchen. Machen wir die hier. Jetzt fehlen nur noch 2. Jetzt bin ich, glaube ich, schneller. Wenn ich den Weg hier nehme. Bin ich, glaube ich, schneller. So. Und dann versuche ich, dort die Treppe noch hochzugehen und hoffe, dass wir dort die 2 fehlenden Pflanzstellen finden, ne? Für die Bäume. Dann hätten wir mal unser erstes Gebiet fertig bepflanzt. Das wäre jetzt echt cool. La 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 la. So, noch einmal kontrollieren ein bisschen. Ob ich wohl nichts übersehen habe. Weil ihr wisst ja, ich habe oft Tomaten auf den Augen. Ja. Die decken so schön die Augenringe ab. La, 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 la. Ich vermute, dass da oben noch was ist, ne? Also hier oder hier unten könnte auch sein. Aber da war ich. Katze. Hab dich! 5 Katzen sind noch übrig, okay. So. Also ich vermute hier, ne? Da ist auch ein Katzi. Schau! Das lief ja voll super. Hier sind einmal ein Haufen Schmetterlinge. Oder ich habe mich auch getäuscht.
Und hier ist nichts. Oh, da geht es irgendwie geschichtlich jetzt gerade weiter. Einen Moment. Da passiert jetzt was. Grüße, Geisterseher. Deine Reisen haben dich viel gelehrt, aber es gibt noch viel mehr für dich zu lernen. Wir stehen vor dem Wolkenfänger, einst eine großartige Leistung unserer beiden Völker, heute eine offene Wunde zwischen unseren Welten. Diese Wunde steht zwischen dir und den Antworten, die du suchst, und ist die Quelle der Düsternis. Durchsuche die Wüste, Geisterseher, finde den alten Mann und die Zeit den die Zeit vergessen hat. Er wird dir zeigen, was zu tun ist. Leb wohl, Geisterseher, du hast noch einen weiten Weg zu gehen. Reise ins Altkönigreich, juhu! Daram! So. Ich glaube, das mit dem Anpflanzen habe ich. Ja, das wird, glaube ich, so nichts. Ich dachte, hier wär noch mehr. Also, boah, das Zahnrad da, das schaut auch schon. Ist auch schon ziemlich bäh. Aha. Kann man hier rauf? Nein. Mhm, da muss wahrscheinlich dann was repariert werden, ne? Durch den alten Mann, den wir treffen sollen. Okay, dann geht jetzt meine Theorie mit diesen zwei verbliebenen Pflanzstellen nicht auf. Ich habe gehofft gehabt, dass es... Oh doch, hier ist eine. Ha, okay, ich habe nichts gesagt. Jetzt fehlt noch eine. Das ist bitter. Eine einzige Pflanzstelle noch. Es war da jetzt auch dunkel, da habe ich sie nicht gesehen. Vielleicht ist sie ja gar nicht so weit weg. Vielleicht habe ich sie ja nur irgendwo ganz billig übersehen. Das ist meine Hoffnung. Die da hinten haben wir, ne? Ja. Vielleicht habe ich ja ein Riesenglück und die ist irgendwo am Strand. Den ich jetzt blöderweise vergessen habe. Das wäre toll, das wäre so toll. Wenn ich es nur vergessen habe, das wäre so toll. Da ist sie schon. Juhu! Jetzt müsste es passen. Alle Bäume im Gebiet Glanzsand wurden gepflanzt. Fühlt sich gut an. Gut, es ist jetzt nicht so viel passiert, aber ja. Jetzt möchte ich das da schon mal gern ausprobieren. Ja, ich kann es mir aussuchen. Glanzhof, sehr gut. Da will ich jetzt mal hin. So. Mit dem alten Mann zu quatschen. Der sollte dann ja wohl da hinten irgendwo im Dorf sein, nehme ich mal stark an. Ja, den Part müssen wir auch beenden. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Entschuldigung. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wer ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.